kann immer in der Gastro arbeiten. Aber ich möchte es nicht so ganz wahrhaben, dass es das jetzt so war, dass ich dafür studiert habe und dafür Schulden auf mich genommen habe und da jetzt nicht dabei rumkomme. Und jetzt ist es ja gerade schon wirklich nur noch so, du musst jetzt langsam was finden, so, du brauchst das Geld. Ich bin Samira und hier in Köln beginnt mein Film. Bei meiner Freundin Jana zu Hause in ihrer WG. Sie lebt mit Sophia zusammen. Jana kommt aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Studium hat sie geschafft, Spanisch und Geschichte mit Bachelorabschluss. Die Jobsuche ist gerade schwierig. Dabei arbeitet sie schon ihr ganzes Leben lang. In wie vielen Läden hast du eigentlich schon gearbeitet? Boah, 25, 30 vielleicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe bestimmt ein Semester dran hängen müssen, weil ich auch teilweise so viel gearbeitet habe, dass ich einfach, keine Ahnung, keine Zeit hatte, in die Uni zu gehen, keine Zeit hatte zu lernen. Oder was heißt Zeit? Ich hätte mir die Zeit nehmen können, aber ich habe das dann halt vorgezogen. Ich war so, boah, ich nehme jetzt lieber noch eine Schicht, statt noch 2 Stunden länger zu lernen. Aber jetzt würde ich mich freuen, wenn ich wieder 4 Jobs hätte. So. Warum? Weil ich jetzt kein BAföG mehr habe und über 25 bin und kein Kindergeld mehr kriege und meine Krankenversicherung doppelt so teuer geworden ist. Wie viel Schulden hast du gerade? Ich weiß nicht, wie viel Schulden ich gerade habe. Bei BAföG einige, weil da habe ich auch echt, da habe ich einen Höchstsatz bekommen. So über 10.000? Ich glaube nicht. Aber beim Studienkredit, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, dann, ich habe den erst ganz niedrig angesetzt und habe gesagt, das ist auch Schwachsinn, du nimmst den Kredit gerade schon. Mhm. Dann machst du jetzt auch so viel, dass du halt gerade keinen Stress mehr hast. 600 €, 650 € habe ich, glaube ich, dann pro Monat genommen. Mhm. Und das sind mit Zinsen, so, die waren auch echt nicht wenig. Schon Zinsen. 20.000 bestimmt. Ich meine, man stellt sich dann immer so vor, man macht das Studium, du bist fertig, du weißt, wo du mehr oder weniger hin willst. Ja, dann kriegst du halt einen Job und dann hast du ja einen vollen Job, dann kannst du ja anfangen zurückzuzahlen. Aber jetzt sieht man es gerade so, boah, es ist eigentlich irgendwie gar nicht so leicht. Ich bin verlorener als im Studium und ärmer als im Studium. Und du weißt, dass die Zahl näher rückt, dann, oder das Jahr näher rückt, an dem du anfangen musst, das abzubezahlen. So viele Schulden, so viel Druck. Ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Jana und ich kennen uns jetzt schon seit knapp 2 Jahren. Wir arbeiten in dieser Bar hinter der Theke. Für mich ist Gastro ein Hobby. Jana ist auf das Geld angewiesen. Jana ist 26, hat erst Jura studiert, 5 Semester. Dann brach sie ab und wechselte zu Spanisch und Geschichte. Jetzt sucht sie einen dauerhaften Job. Kein Kellnerjob, kein Gelegenheitsjob. Ein Job, für den sich ihr Studium gelohnt hat. Du hast mir mal gesagt, dass du nicht in der Gastro hängen bleiben willst. Hast du da Angst vor? Voll. So hängen bleiben technisch, das ist ja immer irgendwie so die sichere Bank, weißt du, was ich meine? So, da kommst du immer noch zurück. Und weil ich mir halt auch so super unsicher bin, kann ich überhaupt was anderes? Bin ich für was anderes qualifiziert genug? Ich habe noch nie was anderes. Ja, ich habe schon mal in Schulen gearbeitet und bei anderen kleineren Sachen, aber so einen richtigen Job, ich habe noch nie was anderes Richtiges gemacht. Und durch Studium fühlst du dich jetzt auch nicht so crazy gut vorbereitet. Das ist irgendwie was, worüber ich mich definiere. Dass ich es halt immer irgendwie so allein geschafft habe und dass es schon alles irgendwie klappt. Du nimmst halt mal eine Schicht mehr, geht schon, oder du gehst halt heute Abend nicht weg und wird schon alles. Wir sind heute zum Essen verabredet. In unserem Stammladen. Eine Linsensuppe kostet hier 4 €. Jana kommt aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Geld war immer ein Thema. Klar, als Kind hat man irgendwie mit so Mann, es gibt jetzt mal kein Geld für ein Eis. Alle anderen gehen sich ein Eis am Kiosk holen. Bei uns gibt es halt jetzt keinen Euro, weil den gibt's nicht. Und du hast mitgekriegt, dass alle mal in Urlaub gefahren sind. Aber wir sind nicht in Urlaub gefahren.
oder irgendwann als du älter geworden bist, wurdest du dann selber dazu geschickt, irgendwie die Klassenlehrerin zu fragen, ob es eine Unterstützung für die Klassenfahrt gibt für Kinder oder nicht? Wo du dann auch gemerkt hast, ich glaube, uns geht es finanziell gar nicht so gut. Oder wenn du Konfirmation hast und dann das Geld verleihen musst an deine Eltern, das ist komisch. Also das ist nicht komisch, das war für mich auch nicht schlimm. Aber da denke ich jetzt, 15 Jahre später dran, und denkst du, boah, das ist eigentlich schon heftig und wie schlimm das auch für meine Eltern gewesen sein muss. Ja. So, ja. Und das ist gerade auch, was den Druck so enorm groß macht. Warum ich nicht von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob will, weil ich das gesehen habe, wie meine Mama versucht hat, uns irgendwie ein gutes Leben zu ermöglichen und alles Mögliche gemacht hat und ihren Job alle paar Jahre gewechselt hat, nur damit es irgendwie 3 Euro mehr im Monat gab. Wir fahren heute zusammen nach Essen-Kettwig. Ich will sehen, wo Jana aufgewachsen ist, wo sie zur Schule gegangen ist, wo sie herkommt. Glaubst du, das hatte irgendwie einen Einfluss auf dein Studium? Also, dass das Verständnis fehlte aus deiner Familie? Natürlich. Also, ich meine, das ist ja keine Frage. Ab einer bestimmten Klasse in der Schule hat meine Mama gesagt, du, ich kann dir da jetzt nicht mehr mithelfen. Das sind Sachen, die ich nie gelernt habe. Ich weiß es nicht. Also, ich habe immer alleine Hausaufgaben gemacht und so. Und wenn ich, Mathe war für mich immer schwer. Wenn ich Mathe gelernt habe, ich bin immer zu meiner besten Freundin gegangen und wir haben immer mit ihrem Stiefvater zusammen gelernt. Natürlich hätte das was irgendwie erleichtert, glaube ich, wenn vielleicht einfach so ein bisschen mehr das Verständnis, wie so ein Studium abläuft, auf was musst du achten, was ist irgendwo vielleicht wichtig, ne? Und auch so ein bisschen das Verständnis, dass du dieses Eigenorganisieren und so, das ist alles gar nicht so easy, du gehst ja nicht in die Schule. Meine Oma hat bis zum Ende noch gefragt, wie ist denn die Schule? Ich habe gesagt, ja, das ist keine Ausbildung, das ist was ganz anderes. Krass, das ist Ruhrpott? Voll das Dorffeeling hier. Jana zeigt mir, wo sie früher mit ihrer besten Freundin gechillt hat. Dann ihre alte Schule. Guck mal, die Schule ist aber auf. Ja. Willst du rein? Ich liebe Schulen. Das ist ja einfach lustig. Hier habe ich Mathe gehabt, verhasst. Ich war sehr schlecht in Mathe. Wo saßt du? Ich saß ganz vorne, damit ich aufpasse. Hat gut funktioniert. Also doch, ich habe schon aufgepasst, aber ich war echt immer ultra schlecht. Oh, ist aber schon abgerockt hier, ne? Diese Etagen da drüben, unten so die Biologie-Seele, darüber Physik. Ich hatte eine super gute Schulzeit. Ich fand sie toll. Also ich meine, ich fand jetzt nicht Schule unbedingt toll, aber du musstest dich um nichts kümmern. Jeder hat dir gesagt, was du machen sollst. Du bist einfach jeden Morgen zur Schule gegangen, hast deine Freunde gesehen, bist nach Hause gegangen. Danach war dein Tag done. So, danach hattest du alle Verpflichtungen erledigt, die du erledigen musstest. Ja, das muss man ein bisschen mehr machen. Wenn du jetzt hier nochmal so Restart hättest, würdest du irgendwas anders machen? Ich würde nicht nochmal Jura studieren. Ich würde generell mich nicht immer so durchpushen und sofort so, okay, ich musste ja immer sofort was weiteres. Ich habe mir selber keinen Leerlauf gegönnt, nicht mal so ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr zum Durchatmen und zum auch mal psychisch wieder klarkommen. Aber ich meine, warum habe ich das immer, warum war der Druck da? Weil ich gedacht habe, ich muss fertig werden, ich bin schon so und so alt, ich studiere schon so und so lang, das kann ja auch nicht sein. Aber ich finde das so krass, also man merkt irgendwie, dass du das nicht so richtig an dich ranlässt. Das ist so... Selbstschutz. Ja. Es geht ja gerade um mein Leben. Aber ich kann die wichtigen Entscheidungen nicht so treffen, wie ich sie gern treffen würde, sondern ich treffe sie, weil ich halt zumindest gerade keine andere Möglichkeit habe. Wir sind heute zum Bewerbungsschreiben verabredet. Janas Traum, ein Job im Verlagswesen. Das ist schwierig ohne Praktika, die sich Jana im Studium nicht leisten konnte. Mein Baby. Ja, das ist ein Kratzer. Das ist ganz schlimm. Das ist teurer als mein Leben. Und damit irgendwas passiert, ich bin immer so, nein, fass den Laptop nicht an. Köln. Willst du umziehen?
Nein. Job. Welcher Verlag sitzt noch mal hier? Kiepenheuerwitsch zum Beispiel. Die hatten ja letztens auch noch was drin, vor ein paar Wochen. Da wollte ich ja dann mich drauf bewerben und dann war die Werbung, also die Stelle ja schon wieder, die offene Stelle schon wieder. Aber wenn man mal, also gehen wir auf die Website. Guck mal, das ist toll, dass wir das jetzt zusammen machen. Bei den letzten Wochen, als ich da reingeguckt habe, da ja steht halt einfach nichts. Hier nichts und dann steht sofort, was wir bieten, weißt du? Wäre das nicht mal so ein Anfang, wo man dann quasi mal... Schnell. Also wäre schon was, wo du dich jetzt bewerben würdest, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig ja. quasi kriegt. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Also hättest du Lust, eine Bewerbung direkt zu schreiben? Kann ich anfangen. Also könnt ihr schon mal anfangen? Ja. Keine Lust? Ich hasse das halt. Warum hast du das? Weil ich das nicht mag, weil das irgendwie immer so, das ist was zeigt, was ich gerade nicht habe. Ja. Und ich das immer so... nicht zielführend anfühlt, weißt du? Aber dabei ist es ja eigentlich voll zielführend. Also Bewerbung zu schreiben. Well, first things first. Ich mag sowas nicht. Ich mag Sachen nicht, wo ich denke, so, was wird mich voll nerven, wenn ich das 100-mal lese. Weißt du? Voll. Aber... ich finde es auch ganz schwierig, jetzt einen anderen Einstieg zu finden. Das finde ich, glaube ich, besser. Mhm. Wie lange brauchst du für eine Bewerbung? Schon ein paar Tage. Nimmst du dir dann die Zeit oder drückst du dich da auch vor? Ich drück mich. Ja. Voll. Aber bist du bei sowas eher so pessimistisch, dass du bist so, wird eh nichts, oder? Ja, schon. Wahrscheinlich, aber das viel zu oft. Es ist auch irgendwie ein schlechter Charakter-Trait, weil eigentlich bin ich nicht unbedingt optimistisch, aber realistisch. Aber so ist nicht mittlerweile so eine... Why even bother? Not fun, fun, fun. Not fun, fun, fun. Ich kann das eigentlich auch alles alleine. Ich kann es nur einfach. Ich habe da gerade nur keine Kraft zu, weißt du? Was auch dumm ist. Anstrengend. Uhr. Jana arbeitet seit 3 Stunden. Ich fange gerade erst an. Dankeschön. Safe, magst du Neues? Gerne. Jo. Seit ein paar Tagen steigt bei Jana der Druck. Es ist Monatsende. Und wie ist jetzt geldtechnisch? Ja. Ist natürlich nicht so reingekommen, aber ich habe jetzt die letzten Tage, weil ich immer länger geblieben bin, habe ich Trinkgeld, habe ich immer vom Trinkgeld einkaufen so gemacht. Miete jetzt den Monat, musst du dir leihen? Werden wir sehen. Ich meine, noch sind ein paar Tage. Ja, ja, voll gerne, Spaß. Mach mal. Einkaufen vom Trinkgeld. Heute ist nicht viel los, das heißt auch der Tipp ist schlecht. Danke dir. Voll lieb von dir. Irgendeiner muss jetzt gehen, sonst haben wir echt nichts mehr zu tun. Ich ruf dich an, wenn ich was brauche. Jana ist müde, deshalb ist sie die Erste, die geht. Gerade mal 10 Euro Trinkgeld nimmt sie heute Abend mit nach Hause. Morgen hat Jana einen Termin mit dem Jobcenter. Arbeitslosengeld beantragen. Eigentlich wollte sie das nie, aber durch den finanziellen Druck schafft sie es nicht mehr, sich auf die Jobsuche zu konzentrieren. So. Bist du sehr müde jetzt? Voll. Irgendwie nicht so gut geschlafen. So unruhig geschlafen. Mhm. Und dann war ich so vollkommen rausgeschäddert. So um 8 Uhr war ich so, hä? 8:30 Uhr. Nein. Ich war so, wer bin ich? Wo bin ich? Habe ich irgendwas verpasst? Die rufen noch an. Ich will hier gar keine Nummer, natürlich rufen die an. Naja. 10.02 Uhr. 10.03 Uhr. Hallo, ruf doch an. 10.05 Uhr. Auch keine. 5 Minuten finde ich schon dreist. Hi, der Witzka. Endlich der Anruf vom Jobcenter. Ja, natürlich. Ich habe ja gewartet.
Oh, echt? Oh, okay. Da hat es vielleicht nicht so gut geklappt. Ich bräuchte einen Job. Ich würde am liebsten irgendwo ins Verlagswesen reinkommen und würde super gerne ein Lektorat anstreben. Also das ist jetzt mein Plan A. Ich bin aber auch ganz, ganz offen. Ich wollte nur nicht noch wieder von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob, sondern endlich auch mal was mit dem Studium anfangen, ne? Genau. Okay. Okay. Okay, wünsche ich Ihnen auch, danke. Ciao. Das war jetzt auch echt ganz schön lange. Ich habe es mir irgendwie viel kürzer 40 vorgestellt. Minuten. Ja. What's the matter? Ich hatte zwei Sachen gesagt. Einmal, das ist ja eh, Sie haben einen Anspruch und dann auch andersrum. Das ist ja, weil sie in der Notsituation sind und das ist die letzte Hilfe. Und dann habe ich auch gedacht, so, mein Gott, das hört sich so überdramatisch an. So, ja, ich kann ja arbeiten. Also, wann kommt das Geld? Sie meinte, je nach Bankarbeitstagen, wie bis zu einer Woche. Wie geht's jetzt damit? Ein bisschen entspannter, ein bisschen beruhigter. Ich glaube, richtig entspannt bin ich erst, wenn das Ums dann durch Geld. ist. Und wie machst du es mit der Miete nächsten Monat? Muss ich mir leihen? Jeden Monat immer wieder diese Sorge. Reicht mein Geld? Jana und ihre Mitbewohnerin Sophia nehmen mich heute mit zu ihrem Lieblingsplatz. Hier chillen sie oft. Kannst du auch was? Du musst erst mal leisten, bevor du das Leckerli nimmst. We live here now. Also wir bleiben hier. Also Jack hat einen coolen Charakter. Cheerioni. Cheers. Und zwar. Cheers. Ist Geld bei euch in der WG großes Thema? Ich bekomme jetzt zum Beispiel Unterstützung von meinen Eltern. Also ich habe es in dem Sinne schon einfacher mit Geld, aber ich habe als Studentin jetzt auch nicht en masse Geld. Deswegen ist es natürlich Thema. Und man redet so, ja, wann können wir das Sofa leisten und wie kriegen wir es am billigsten hin? Leiht ihr euch manchmal gegenseitig Geld? Ja, ich habe jetzt halt auch gesagt, dadurch, dass ich jetzt die nächsten Monate selber spare, habe ich auf jeden Fall noch was übrig, was bei mir auch nicht immer so ist. Dass ich, also ich habe auch nicht viel gespartes meistens. Habe ich auch gesagt, ich kann dir da auch was leihen, bla. Aber das nimmst du dann nicht an? Es ist ein Verschieben von dem Problem, etwas nicht zu haben, ein Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Aber in dem Moment macht es für mich ein neues Problem, und zwar, dass ich die ganze Zeit im Kopf habe, ich schulde Sophia Geld. Dann nehme ich lieber 5 Schichten mehr an und spare mir das dann von meinem Trinkgeld zusammen oder so. Ja, und das ist einfach irgendwie alles schwer. Alles irgendwie, das verlangt super viel Kraft irgendwie. Ich kenne so viele Menschen, die genauso jung sind und die irgendwie an dem gleichen Punkt stehen und auch die gleichen Gedanken haben, sich selber Stress und Druck machen. Das sind halt einfach alles Menschen, die kein Geld von ihrer Familie bekommen. Freitagabend, volles Haus. Janas Geschichte hat mir gezeigt. Wenn du auf dich alleine gestellt bist, hast du schwerer. Haben wir keinen alkoholfreien Sekt mehr? Wenn du keine Familie hast, die dich finanziell unterstützen kann, hast du keine Zeit für Praktika während des Studiums, weil du arbeiten musst. Schaffst du es trotzdem, deinen Abschluss zu machen, hast du am Ende immer noch die schlechteren Karten, weil andere schon wieder weiter sind als du. Ein Teufelskreis. Aber Jana ist damit nicht alleine. Es geht vielen so. Mehr als jeder dritte Studierende ist heute armutsgefährdet. Oh, bitte schön. Magst du einen Aperol Sauer machen? Schön. I think.